So, weiter geht's heute mit dem Qualifying zum großen Preis von China. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2020. Weiter geht's. So, auf geht's gleich. Komm nochmal auf die Strecke. Ich hoffe, dass wir mit einer der ersten sind, die jetzt den Sprung machen können. Ja, so gerade vor den Ferrari gedrückt. Ich mache jetzt gerade mal bewusst alles aus hier, um einfach das zum Finale zu sparen hier noch. Der Claire, der jetzt hinter uns ist. Ja, ich lasse mal ziehen, damit ich nicht unbedingt im Weg stehe. Klar. Da habe ich jetzt das Problem natürlich, dass ich Leute vor mir habe. Aber ich hoffe, dass der Ferrari mir nicht im Weg stehen wird. Aber schauen wir einfach mal, was am Ende rauskommt. So, Platz 2 war ja das letzte Ergebnis und damit bin ich zufrieden. Also momentan so ein bisschen gemixt auf 4, 9 und 2 waren die Trainings. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir den Sprung aus dem dritten freien Training mitmachen können. Aber ich vermute, dass da jetzt einige kommen werden. So, wir sind so ziemlich am Angeln mit Ferrari und ich hoffe, dass wir sie diesmal packen können. Mal schauen. So, 16 Minütchen haben wir noch. Also etwas mehr als eine Viertelstunde in diesem Qualifikationstraining. So, auf geht's. Mal gucken, was gleich die Zwischenzeiten jetzt gleich durchgeben. Hinter uns ist dann Vettel. ...24,7 und wieder meine Lieblingskurve, die ich ein bisschen verkackt habe. Fahrer vor mir. Bottas ist ahead of you. Na, Bottas, okay. Mir gerade egal. 21. Platz, wenn man sagt, ich da wegen der Startnummer, weil ich ja mit einer relativ hohen Startnummer fahre. Und dann ist es immer einzig nur noch Giovinazzi. Und der eine höhere Nummer hat als wir. So. Ja, ich finde noch die lange gerade, müssen wir schön Schwung mitnehmen. Vielleicht holen wir da mal ein bisschen was raus. Ich weiß nicht, wie die Zwischenstände sein werden. Weil ich keine Zwischenzeit von Leclerc habe. Ich vermute, dahinter stehen. Jetzt wird dahinter stehen. Leclerc wird jetzt in die Westzeit setzen. 1,33. Auf jeden Fall vor uns, zu Sekunden. Ja, ich habe ja gesagt, die Runde war nicht gut. There's only one lap of fuel remaining. Boah, das 32,6,4 Sekunden haut er da raus. Ja,
Mercedes ist halt das Überteam, ne? Die hauen so Dinger, die können so Dinger mal ohne Probleme raushauen. Ich hoffe, dass wir, wenn wir dann irgendwann den Auto, die Motorstufe drin haben, dass wir auch da auf Andi so in Zeiten fahren können. Fahrer vor mir. Norris is ahead of you. Their best lap time is a 1:33.2. So, den Sprung ganz nach vorne wird es nicht geben. Aber wir haben noch mal ein bisschen was nachgesetzt. Noch mal eine Runde nachgesetzt. So, auf jeden Fall kommen wir gleich noch mal im zweiten Versuch direkt. Aber 1,4, also sind jetzt noch 1,2 Sekunden. Also, Norris hat 32,2, glaube ich, wenn es richtig gelesen hat, gefahren. Jetzt schiebt sich der Vettel noch da rein. Ne? Ja, und haben wir nur 6 auf. Oh, das war wieder ein bisschen meiner ein typischer Konzentrationsfehler. Ja, fahr ruhig, Ricciardo. Nur klar, dass die Kurve abgekürzt ist, aber das war wieder so ein Konzentrationsfehler meinerseits. Da müssen wir schon aufpassen, den Satz können wir eh wegschmeißen. So, Sprit ist natürlich jetzt auch alle. Das läuft natürlich gut. Ja, ich werde jetzt auf den zweiten Sitz. Ich habe ja bewusst die weichere Mischung genommen, dass ich jetzt vielleicht noch mal eine Chance habe, mit einem etwas weicheren Satz noch einen zweiten Versuch zu packen. So, Gasly geht vorbei. Dann nächstes ein Red Bull. Und dahinter nochmal ein Ferrari. Boah, Klatsch! Vettel, Verstappen. Das vermute ich, dass das eine Strafe gibt für Vettel. Ihr seht, dass der Verstappen davor ist eigentlich. Und ja, ich vermute, dass er 5 Plätze Strafe. Ja, nur für Vettel oder für beide? Aber es wird mir gar. Jetzt will ich mal bitte in die Box angeschickt. Das wird doch nichts angezeigt gerade. Also ich versuche jetzt noch mal eine Runde zu setzen. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr. So, warum ich jetzt... Ach so, ja. Na gut, Rückblende. Sorry. Wir haben nur gut 10 Minuten jetzt. Wir haben sogar noch 8. So, da steht schon Mick bereit, der möchte auch gerne in die Garage. Momentan kämen wir sogar nur auf 11, also das ist alles andere als momentan sehr gut. So, der Abstand nach vorne, wie sieht denn der Abstand aus? 1,2, ja, wir müssen es ein bisschen nachliefern. Ich versuche jetzt nochmal eine Runde zu setzen. All clear the garage, please. Car ready to leave. So, ab, 15 Uhr. Ja, das ist ja, das ist das Problem gerade. Wir haben momentan nicht die Position immer gerne hätten. Also der Sprung, auf einmal ist es wieder das Qualifying, was ein bisschen uns kaputt macht. Hinter Gasly, hinter Stroll. Ja, deswegen muss ich halt unbedingt nochmal eine Zeit setzen.
Fahrer vor mir. Gasly ahead, they've just entered the pits. Their best lap time is a 1 minute 33.8. Na, mal gucken, was wir kriegen können. So, okay. Schauen wir einfach mal. Letzte Renner von 9 ins... Von 9 noch aufs, ins Rennen gegangen. Jetzt nur von 15. Das ist natürlich eine Klatsche gerade. Der Vorteil ist, dass es halt trocken bleibt im Rennen. Möglich wäre es. Aber schauen wir mal. Wir müssen jetzt... Vielleicht haben wir noch mal eine Chance. Wir haben ja noch 2 Versuche. We have 2 laps of fuel remaining. So, 600 nehmen wir mit. Bisher könnte da mal ein größerer Sprung kommen. Die Frage, reicht es für die Top 10? Oder reicht es sogar für eine weiter vorne? So, jetzt geht's an die Haarnadel. Die viel zu viel liegen gelassen. Für ganz Finn. Die Top 10 wird definitiv nicht reichen. Es ist nur ein Plätzchen auf 14. Your last lap moved you up to P14 on the grid. Wieder aber die Haarnadel. Sechser, yes! Vor Leclerc. Und auf einmal sind eine halbe Sekunde sehr, sehr viel Zeit. 33:0. Ist momentan die beste unsere Zeit. Yes! So, ich knall jetzt mal, rein in die Box. Wenn er mir natürlich jetzt den Sprit wegzieht, dann kann man es fast knicken. Ich fürchte aber, dass es nicht mehr nur für eine Runde reichen wird.
dass wir jetzt gerade machtlos dastehen. Es sind nur 0,1 plus, das heißt, es wird nicht reichen. Der Sprit ist gleich alle. Scheiße. Auf Mager stehen wir. Ja, ich hoffe, dass das gerade so noch reichen wird. Das könnte aber reichen. Siebter momentan. Jetzt hat der Nächste sich dazwischen geschoben. 3 Minuten 19 noch. Momentan nur Siebter. Die Frage ist, ob da noch Strafen kommen. Vettel, Verstappen. Weil da hat es eine dicke Kabellage gerade gegeben. Das reicht, um eine Strafe reinzudrücken. 2 Minuten 40 noch. Ich befürchte, dass es nicht für eine neue Runde reichen wird. Minuten 30. No, wir müssen jetzt erstmal noch das Auto in die Box stellen, neue Reifen aufziehen. Hoffentlich reicht das gerade so nochmal für eine neue Runde. Aber ich glaube, das könnte knapp aufgehen. Ich will nur irgendwie versuchen, noch die schnellsten Runden zu kontern. Oh, chill doch. Komm, die Zeit läuft, Leute. Ich will noch eine Runde fahren. Ich will noch mal eine Runde versuchen. Und dann nur auf P7. Nicht genug Zeit, weil ihr da 25 Sekunden verbraten habt. Dankeschön. Ja, und das war's. Damit sind wir raus, was das drin. Specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system. And you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Ja, weil er da echt einen weggechillt hat. Also wir schieben, wir haben noch zwar noch 2 Minuten, aber wir schieben das Auto ganz langsam in die Box. Das passt ja schon. Und damit versaut er mir echt die Runde. So far our fastest lap is a 1:33.0. Eine Minute noch. Wir dürfen zugucken, das ist das Traurige. Ich befürchte, dass es noch schwieriger wird. Max momentan auf der schnellsten Runde. Die fahren jetzt alle nochmal auf eine schnelle Runde. Max Verstappen, Bottas, Albon. Ja, sag ja, Leclerc, das ist alles ein bisschen jetzt knapp. Ich befürchte, dass wir auch unseren siebten Platz los sind. Ist knapp vorne. Der muss echt im dritten Sektor verkacken. Ich krieg die Zeit nicht mehr gekontert von ihm. So, wir müssen jetzt gucken, was am Ende rauskommt. Ich fürchte, dass wir um bei 12, 13 am Ende stehen werden. Mit ein bisschen Glück. Danke, lieber Boxer. Habt ihr mir echt die Runde versaut. Weil ich hätte mit 2,5 Minuten hätte ich die Runde noch locker packen können. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Albon und Daniel Ricciardo. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, es ist nur Platz 10. Das ist bitter gerade. Gut, wir haben nochmal ein bisschen was verloren, aber wie in der zweiten Runde haben wir noch ein bisschen Zeit gewonnen. Aber wir müssen tatsächlich das Problem, dass wir kontern müssen. Ein Mick auf 21 nur. Naja, mal gucken. Es ist alles noch möglich. Nach vorne.
So. Schade, ey. Das wäre Stau drin gewesen. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's ins Rennen.